Hallihallo und herzlich willkommen hier bei diesem neuen Video. Heute geht es mal um diese Karte hier. Jetzt muss ich aber mal selber gucken, dass ich jetzt keinen Mist anmache. Um diese Karte geht es hier. Um American Express Payback. Wir schauen uns mal den Monitor hier in Ruhe an. Was kriegst du überhaupt? Also wenn du dich jetzt anmeldest, hast du hier schon direkt mal 1000 Punkte extra. Das ist schon mal mega. So, Payback American Express Karte, dauerhaft kostenlos. Ein riesen Vorteil. So, Zusatzkarte sind inklusive, kostenlos, bezieht sich auf dauerhaft Entfall der Jahresgebühr. Im Rahmen der Kartennutzung können Entgelte AGBs entfallen. Ja, das stimmt. Also wenn du da zum Beispiel Geld abhebst oder irgendwo Gebühren bezahlt werden müssen, dann ist das nun mal so. Das kannst du aber hier ganz transparent ansehen. Das ist nicht das Problem. Hier deine 1000 Punkte bekommst, steht nochmal drin, dass du die bekommst. Und jetzt ist was richtig Cooles. So, zweimal Payback-Punkte sammeln und Zahlkarte zugleich. Das heißt, du bekommst fürs Zahlen immer Payback. Egal, ob es ein Payback-Partner ist oder nicht, du bekommst immer Payback-Punkte. Immer. So steht es auch hier drin. Dann steht hier, kontaktlos bezahlen bei einem Betrag von 50 Euro. Also bist du unter 50 Euro, ist das scheißegal. Bist du über 50 Euro, gibst halt einen PIN ein. Und du entscheidest sogar, welcher PIN das ist. Das ist auch richtig cool. Deine Zusatzkarte. Ich habe zum Beispiel auch eine Zusatzkarte für meine Frau extra geholt. Wenn sie einkaufen geht, sammelt sie gleich mit und das siehst du im Konto, wer bezahlt hat. Du siehst die Namen, mit welcher Karte dann bezahlt worden ist. Das ist sehr transparent, super easy, alles cool. Jetzt was richtig Cooles. Wenn du Payback-Punkte sammelst, verfallen die Punkte irgendwann. Aber hier verfallen sie nicht. Kein Punkteverfall. Das heißt, deine Payback-Punkte bleiben immer da und das ist geil. Das ist echt geil. So, dann hast du hier Offline-Punkte sammeln. Du kannst einen normalen Payback-Coupon-Catcher nehmen mit 1, gerne, dass du doppelt bekommst, 4-fach, 10-fach Punkte. Das geht alles wunderbar. So, hier kannst du deine Mitgliedschaft natürlich hier auch gleich beantragen. Natürlich auch an den Link, wo ich unten reingetan habe. Dann kannst du dir die Karte holen. Die ist kostenlos. Dann hast du sie einfach mal und kannst mal. Was kannst du damit machen? Mit Payback-Punkten kannst du dir Sachen Prämien halt holen oder du machst später mal Flugtickets draus, wenn du genug Punkte hast und das Payback-System richtig anwendest. Was sind die Voraussetzungen? 18 Jahre alt, du solltest in Deutschland wohnen, verfügst über ein deutsches Konto. Ja? Diese Karte hier tust du ja mit deinem privaten Konto verknüpfen. Das heißt, alles was du mit der Karte hier bezahlst, wird dann später von deinem privaten Konto automatisch abgebucht. Das ist natürlich auch ein Riesenvorteil. Du musst nichts auf die American Express Karte rüber machen, dass da Volatilität ist. Brauchst du nicht. Es ist automatisch. Das ist schon richtig geil. Jetzt können wir mal hier drauf drücken, also 100 Punkte extra. Jetzt musst du halt das hier alles nur ausfüllen hier. Und dann ist das wunderbar. Die Karte, im Moment Reisen. Ach, du hast auch eine kleine Versicherung mit drin. Das ist natürlich auch ziemlich cool. Das ist natürlich auch geil. Was wir machen könnten, wir machen mal einen ganz kurzen Cut. So, jetzt sind wir hier bei mir im Konto drin und du siehst, aktueller Kontostand 457 Euro wurde hier schon bewegt. Und 89 Punkte. Ich habe keine Zusatzkarten genommen. Ich habe einfach diesen Monat mal so bezahlt, weil wir auf Reisen gewesen sind. Habe ich die Karte genutzt und habe ich 89 Punkte diesbezüglich bekommen. Hier siehst du alles, wo abgebucht worden ist. Hier siehst du zum Beispiel hier der Name von meiner Frau, meiner. Aber was ich zeigen wollte, hier verfügbare Angebote. Du siehst jetzt hier Angebote, hier unten drin Gutscheine nochmal drin, wo du Punkte bekommst. 100 Euro Gutschrift, wenn du mit deiner Karte zahlst, jetzt klickst du hier drin, Angebot aktivieren. Und dann steht hier noch ein bisschen was, bla bla bla, Angebot wurde gemacht, hier bla und blub. Und dann steht drin, was die Voraussetzungen sind. Hier siehst du auch noch, wie lange die Angebote
haltbar sind. Du gehst hier auf weitere Angebote. Bis 14 Seiten sind hier drin. Das heißt, du hast hier echt viele Sachen, wo du hier benutzen kannst. Hier, wenn du Adobe Photoshop hast, bis zu 3 Mal kannst du 10 Euro Gutschein benutzen. Oder hier Dropbox, 30% Gutschrift. Kannst du alles machen. Hier VPN, Norden VPN, 1000 Payback-Punkte extra, wenn du das hier über die Karte machst. Wow. Ja, das sind die Vorteile. Was heißt das jetzt? Ist das jetzt eine Empfehlung? Definitiv. Erstens, es kostet dich nichts. Wirklich nichts. Du bezahlst einfach die Karte, PIN eingeben oder auch keinen PIN eingeben und dann hat die Sache sich komplett erledigt. Also, deine Entscheidung. Nutz den Link definitiv unten in der Beschreibung, dann brauchst du nicht lange suchen und hol dir die Karte heute noch. Das ist überhaupt kein Nachteil. Kein Nachteil. Ich sehe keinen. Oder gut, der einzige Nachteil, was ist, es kommen die bösen Leute, vielleicht kommt auch in die Kommentare rein. Ja, man gibt sein Kaufverhalten, gibt man einen Preis. Ja, das tut man, aber im Endeffekt ist mir das auch egal. Dann sollen sie mit den Daten machen, was sie gerne möchten, aber sonst interessiert mich das nicht. Aber sonst, du hast keinen finanziellen Nachteil, du hast sonst keinen Nachteil. Also, hau rein, man sieht sich. Ciao, ciao.